Weidmannsheil. Ich hoffe, hier einmal für einen einfachen Espresso den optimalen Druckverlauf zeigen zu können. Das ist die Präinfusion, der Kaffee wird jetzt vorgeweicht. Druck baut sich auf, fast bis an die Obergrenze, hat jetzt die Obergrenze erreicht und fällt ab. So kann das aussehen. Es macht nichts, wenn er die Obergrenze nicht ganz erreicht. Ja, ich habe es eben gerne so ein bisschen an der kräftigen Seite. Auf jeden Fall sollte der Druck nicht nach oben drüber laufen, dass wir eine Überextraktion haben und der Espresso bitter wird oder sich der Druck hier im unteren Bereich aufhalten. Dann kommt faktisch nur eine Brühe raus. So soll das aussehen. Zeige einmal den optimalen Druckverlauf bei einem doppelten Espresso. Das ist die Präinfusion. Jetzt kommt der Druck durch, bleibt stabil. Und weg. Und das Ergebnis ist ein wunderschöner Espresso, ja, mit einer gleichmäßigen, kräftigen Crema. Ja, wunderbare Sache. Und dazu gibt es jetzt noch ein Energiebällchen. Das war der optimale Druckverlauf in dem Bereich etwa Mitte bis obere Mitte. Wer das einstellen kann, der hat die Chance auf einen recht guten, ansprechenden Espresso.